Wahrheit Gottes ist stärker wie jede Lüge. Es hat keine Bedeutung, ob ihre Manipulationen, die auf Lug und Trug aufgebaut sind, noch funktionieren. Eines Tages, wenn die Wahrheit sichtbar wird, werden ihre Lügen in sich zusammenbrechen. In sich zusammenbrechen und keine Bedeutung mehr haben. Und nur das überdauern, was wahrhaft voller Wahrheit gewesen ist. Es werden sichtbar ihre Lügen, die sie im Namen Gottes als Wahrheit priesen, verkünden. Alle ihre Taten finden Gerechtigkeit. Die, die einst behaupteten, dass Gott für sie nicht existent, aufgrund der Tatsache, dass sie seiner nie begegnet sind, werden der Wahrheit anerkennen, der Wahrheit wahrhaft sein, der Wahrheit die rein, denn ihre Ein ist strebend nach seiner Wirklichkeit, nicht behaupten, sondern offenlegen. Offenlegen der ihrer Sichtigkeit. Die Zeit offenbarte und sie offenbart alle die, die wahrhaft sind. Die Kirche bekämpfte alle die, die Wahrheit brachten. Sie halten an ihren Lügen fest. Doch die Wissenschaft wird offenlegen die Wahrheit, die wahrhaft ist. Wenn ihr nach Gott sucht, sucht ihn in der seiner Wahrheit, in der seiner Wirklichkeit, die er schuf, nicht in Behauptung der Kirche, die sie einst als Wahrheit Gottes schuf. Denn ihre sind die Behauptungen, doch die Taten der Ungläubigen streben rein nach der Wahrheit, die wahrhaft befreit, rein dessen, was wahrhaft sichtbar ist, an der Wirklichkeit, die wahrhaft ist. Die Kirche selbst hält zwar an Gott in Behauptungen fest, doch stellt man sie vor die Entscheidung, der Wahrheit wird sichtbar und klar, ihre Wahrheit, dessen sie wahrhaft ist.